Herzlich willkommen zum Trend der Woche bei Börse Stuttgart TV. Derzeit ist es ein wenig zäh am deutschen Aktienmarkt. Der DAX kann sich nicht so richtig entscheiden, wohin die Reise gehen soll und kämpft so ein wenig mit der 10.000-Punkte-Marke. Weder die Börsenbullen noch die Bären können sich zuletzt nachhaltig durchsetzen. Wie geht es weiter am deutschen Aktienmarkt? Genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Roman Pschrebiller von der HSBC. Herr Pschrebiller, wie lautet denn Ihre Einschätzung? Worauf sollten sich Anleger in den kommenden Wochen einstellen? Ja, nach dem positiven Handelsstart diese Woche ist es schon so, dass die Anleger so ein bisschen auf den Ausbruch nach oben warten. Da ist natürlich vor allem schon die erwähnte 10.000-Punkte-Marke beziehungsweise dann vielleicht noch mal eins weiter die 10.100-Punkte-Marke zu nennen. Auf der Unterseite ist es so, dass wir natürlich auch ein bisschen darauf schauen müssen, weil der DAX natürlich auch aktuell sich immer noch in diesem übergeordneten Abwärtstrend befindet, den wir bisher noch nicht nach oben verlassen konnten. Auf der Unterseite sind das dann eher 9.991 beziehungsweise dann als nächste Marke 9.737. Das sind so die Marken, die nach unten nicht mehr fallen dürfen, aber wir sehen schon, dass es einfach so ist, dass die Anleger momentan so ein bisschen abwarten, weil der DAX sich ja tatsächlich so ein bisschen im Niemalsland befindet. Das, finde ich, gibt immer eine ganz gute Möglichkeit, einfach auch neben der klassischen Chartanalyse auch ein bisschen vielleicht auf andere Indikatoren zu schauen. Und da schauen wir gern auf die Kombination zweier Indikatoren. Das ist einmal die relative Stärke nach Levi, kombiniert mit einem kurzfristigeren Indikator mit dem Momentum. Das gibt Anlegern einfach eine ganz gute Chance zu sehen, okay, befindet sich der DAX oder befinden sich einzelne Aktien in einem Trend, in einem Aufwärtstrend, in einem Abwärtstrend und können so auch tatsächlich solche Trendumkehrungen, Trendausbrüche tatsächlich frühzeitig antizipieren. Könnten Sie denn diesen Ansatz noch ein wenig konkretisieren und vor allem die Frage, welche Strategien könnten denn Anleger aus diesem Ansatz ableiten? Ja, selbstverständlich. In diesem Ansatz geht es eigentlich darum, dass wir hingehen und die zwei Indikatoren, die relative Stärke nach Levi als langfristiger Indikator auf Basis von 27 Wochen mit dem kurzfristigen Momentum auf Basis von 4 Wochen kombinieren. Das heißt, wir bringen die Werte entsprechend in eine Grafik und tragen auf der X-Achse die relative Stärke nach Levi ab und auf der Y-Achse das Momentum. So bekommen wir eine Grafik mit 4 Quadranten, die den Schnittpunkt in dem Wert von 1 hat und können aus dieser Grafik dann verschiedene Strategien herauslesen. Das ist zum einen zum Beispiel rechts oben der Quadrant. Das ist genau der, bei dem die Werte sich ansiedeln, bei dem die relative Stärke größer 1 ist und das Momentum, also auf kurzfristiger Basis, ebenfalls größer 1 ist. Das heißt, das sind ganz genau die Werte, die sich aktuell in einem intakten Aufwärtstrend befinden. Das heißt, Anleger, die Trendfolgestrategien verfolgen, wäre das natürlich tatsächlich ein Quadrant, den man sich anschauen sollte. Gegengesetzlich der Quadrant links unten, das sind die Werte, bei denen sowohl die relative Stärke als auch das Momentum kleiner 1 ist. Das heißt, hier befinden wir uns in einem Abwärtstrend. Da können Anleger natürlich hingehen und sagen, ich setze auf fallende Kurse oder können auch eine antizyklische Strategie fahren, zu sagen, ich setze auf die Werte, die aktuell gerade vielleicht etwas unter die Räder gekommen sind. Das sind so verschiedene Ansätze, die man mit dieser Kombination und diesen zwei Indikatoren fahren kann. Ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Und mit Blick auf den DAX, wenn wir uns den DAX in dieser Grafik anschauen, sehen wir auch, wir befinden uns in dem langfristigen Indikator eher bei einem Wert noch kleiner 1, das heißt die relative Stärke ist noch kleiner 1, das Momentum aber gerade schon etwas größer als 1. Trotzdem, so eine richtige Richtung hat der DAX da noch nicht gefunden. Das heißt, auch hier vielleicht einfach noch mal ein bisschen abwarten, sich diese Grafik im Zeitverlauf einfach anschauen und dann zu gucken, wenn dieser Trendausbruch kommt, wenn wir vielleicht auch die relative Stärke größer 1 sehen und zusätzlich vielleicht durch diese Chartmarken 10.000, 10.100 Punkte gehen, dann womöglich ist vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, vielleicht auch auf einen steigenden Trend zu setzen. Wo kann ich als Anleger nun diese Informationen finden? Und die Frage, wie kann ich als vermeintlich optimistischer Trader einen möglichen Ausbruch am deutschen Aktienmarkt handeln?
Also finden kann man die Informationen tatsächlich, die stellen wir Anlegern zur Verfügung. Die müssen, da müssen Anleger keine großen Excel-Tabellen pflegen oder Ähnliches, sondern die gibt es bei uns in der HSBC Marktbeobachtungs-App für das Smartphone, fürs Tablet, aber auch für den Windows-PC in dem HSBC Trendkompass. Das heißt, einfach die App runterladen. Jeden Mittwoch stellen wir dort diese Grafik genauso zur Verfügung. Zum DAX, zu den DAX 30 Aktien, aber auch noch zu über 70 weiteren Aktien gibt es genau diesen Ansatz dort zu verfolgen. Das ist vielleicht das eine, mit dem Anleger hier tatsächlich so ein bisschen Trends frühzeitig antizipieren können. Und wie kann man die dann handeln? Handeln kann man die natürlich entsprechend mit Knockout-Produkten, das heißt kurzfristige, also kurzfristige, vielleicht kurzfristige Momentumschübe mit Knockout-Produkten oder zum Beispiel Faktorzertifikate, mit dem man auch solche konstanten Trends, vielleicht auch über mehrere Handelstage, dann entsprechend handeln kann. Da ist es so, da muss man natürlich darauf achten, Faktorzertifikate haben diesen konstanten Hebel. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, kleinere Hebel, größere Hebel. Es ist natürlich wichtig, hier ganz genau darauf zu achten und zu wissen, dass diese Hebelwirkung nicht nur in die richtige Richtung funktioniert, sondern auch entsprechend die entgegengesetzte. Das heißt, habe ich zum Beispiel auf einen steigenden DAX gesetzt, der DAX fällt, aber dann habe ich hier natürlich auch ein erhöhtes Risiko. Ansonsten ist natürlich zu sagen, wie bei allen Zertifikaten und Hebelprodukten, es ist nun mal hier auch das Emittentenrisiko zu beachten. Das heißt, bei der Auswahl natürlich auch entsprechend auf den Emittenten schauen, hier auf die Bonität des Emittenten. Ansonsten, wie gesagt, wenn man solche Trends frühzeitig erkennt oder wenn man hier dabei sein möchte, gerade an einem Ausbruch, wenn wir jetzt zum Beispiel im DAX hier über 10.000, 10.100 Punkte gehen würden, dann ist es aber ein sehr schönes Produkt, wo ich dann auch tatsächlich solche konstanten Trends Verläufe hier überproportional hebeln kann. Roman Pschebeler von der HSBC, vielen Dank nach Düsseldorf. Ja, danke. Vielen Grüße nach Stuttgart. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Trend der Woche bei Börse Stuttgart TV.